Mein Name ist Daniel Lang, ich bin Filmemacher, ich wohne in Bayern, ich komme aus Murnau. Ich arbeite seit 4 Jahren etwa an der Filmhochschule in München und bin da künstlerischer Mitarbeiter in der Dokumentarfilmabteilung. Ich mache nicht nur Dokumentarfilme, sondern ich mache auch Spielfilme, ich mache Hybridformen, ich arbeite auch experimentell, aber eigentlich immer in der kurzen Form. Ich bin in einem Künstlerhaushalt aufgewachsen und Japan war bei uns immer schon ein Thema, weil meine Eltern in den 70er Jahren für 1,5 Jahre in Tokio gelebt haben. Ich habe mich für japanische Keramik interessiert, weil ich ein englisches Service gefunden habe, das von einem japanischen Muster inspiriert war. Dieses japanische Service ist aus dem Ende des 19. Jahrhunderts gemacht worden. Und über dieses englische Service, das quasi ein japanisches Muster, oder dem ein japanisches Muster zugrunde liegt, habe ich mich dann für japanische Keramik interessiert. Und von japanischer Keramik war es dann nicht mehr weit, um zu sagen, ey, ich würde gerne mal nach Japan gehen. Ich habe jetzt so ein paar Sachen hier mitgebracht, die ich im Laufe meiner 3 Monate hier irgendwie entweder geschenkt bekommen habe oder gekauft habe, um darüber ein bisschen zu reden. Also in Europa verbindet man Porzellan immer mit gegossenem Porzellan, mit einem perfekten Teller, wo man quasi keine Macken sieht, keine Herstellungsspuren. Und bei dieser Schale ist es eben anders. Also man sieht, dass die handgemacht ist. Die ist nicht perfekt, die ist nicht wirklich rund. Es ist ein Produkt, das relativ schnell gemacht wurde, wobei es auch relativ schwierig ist, so dünn zu drehen, also das Porzellan. Wenn man die gegen das Licht hält, dann sieht man quasi die Spuren, die Unregelmäßigkeiten im Porzellan. Und das fand ich faszinierend an dieser Schale, deswegen habe ich die gekauft. Es ist ein Sake-Becher von Otani-san aus Shigaraki. Was ich interessant finde an dieser Töpferei aus Shigaraki, ist eben, dass sie für westliche Standards nicht schön ist. Also ich glaube, 90% der Leute in Europa würden sagen, das ist relativ unspektakulär, sieht aus, als ob es ein Kind gemacht hätte, es ist so grob, es ist irgendwie ein bisschen behäbig, ein bisschen schwer. Das finde ich interessant, dass man das in Japan eben nicht so sieht. Diese zwei kleinen Schälchen fand ich spannend, weil die sich, weil das Moderne ist, das modernes Design. Und die benutzen aber ein Prinzip, das man oft hier in Japan sieht. Und zwar ist das Prinzip des stapelbaren Containers. Also es gibt aus Lackware zum Beispiel, aber auch aus Keramik Essenscontainer, die stapelbar sind. Und das fand ich sehr schön, dass das quasi diese zwei oder diese Schalen dieses Prinzip auch benutzen. Das ist ein Mörser. Den habe ich jetzt nicht gekauft, weil ich ihn besonders schön finde, sondern weil ich ihn besonders praktisch finde. Und zwar im Gegensatz zu europäischen Mörsern hat dieser Mörser eine geriffelte Oberfläche. Und funktioniert anders als europäische Mörser oder Mörser im Westen. Und zwar funktioniert nicht so sehr mit durch den Druck, den man mit dem Stössel, das ist der Stössel dazu, ausübt, sondern durch die Reibung, durch die Rillen quasi in der Oberfläche. Ich habe dieses Stipendium hier, diese 3 Monate hier, als eine Art Recherche gesehen. Es ist mein erstes Mal hier in Japan, aber ich wollte auch irgendwie einen Film machen. Ich wollte mit einem Ergebnis hier abreisen und werde jetzt einen Film hoffentlich schneiden, dann in Deutschland, der sehr, sehr essayistisch ist, der
meine Eindrücke hoffentlich widerspiegelt, die ich hier erfahren durfte. So ein bisschen als roten Faden durch den Film nehme ich die Tatsache, dass in Japan sehr viele Leute ihre eigene Reisschüssel haben. Es hat mich vor allem interessiert herauszufinden, wie das Verhältnis von Japanern zu Keramik heute ist. Und herausgefunden habe ich, dass es sehr anders ist als in Europa. Es ist enger, würde ich mal sagen. Es ist gewachsener auf eine Art. Es gibt zum Beispiel auch die Saisonalität spielt eine große Rolle in Japan. Im Essen, aber auch sonst im Leben. Also das quasi das, dass es verschiedene Jahreszeiten gibt, dass man diese Jahreszeiten bewusst erlebt, ist wahnsinnig wichtig hier. Und das wird zum Teil bei manchen oder manche Leute haben unterschiedliches Geschirr für Sommer und für Winter. Benutzen eher Porzellan zum Beispiel im Sommer und Steingut zum Beispiel im Winter. Um dem Essen, das auch sehr saisonal ist, nochmal eine andere Note zu verleihen, eine andere Bühne zu geben. Das waren so die Dinge, die ich für mich hier gelernt habe, die ich erfahren habe durch die Filmarbeit hier. Und die ich unglaublich spannend finde. Ich habe keine Ahnung, ob irgendjemand anders das auch spannend findet, aber ich fand es wahnsinnig interessant, das rauszufinden.